Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Channel und der großen Frage, sollte ich diesen Job, das Audio Engineering, eigentlich studieren oder reicht YouTube? Dieser Channel hier reicht definitiv nicht, weil ich fühle mich nicht in der Lage, euch wirklich Audio Engineering beizubringen. Und ich will es auch gar nicht. Es gibt so viele wunderbare YouTube-Channels da draußen, die fachlich und auch pädagogisch unglaublich gut Audio Engineering vermitteln. Die wirklich guten kosten dann halt Geld. Und auch ich kaufe mir immer mal wieder so ein kleines Tutorial, um mal einen neuen Gedankenansatz zu kriegen, um wieder was zu lernen. Und ich habe hier immer wieder Praktikanten, die manche bereits studieren, viele hier in Darmstadt an der Hochschule für Medien, und viele, die das nachher beruflich machen wollen. Also ich habe auch viele Leute hier, die sagen, hey, ich will das einfach mal sehen, ich will den Alltag sehen, ich will wissen, ob das ein Job für mich ist, ich will das nachher studieren. Und nachher kommen wir darauf, muss man das überhaupt studieren? Ich selber habe an der SAE hier in Frankfurt 1,5 Jahre meines Lebens verbracht. Ich formuliere das absichtlich so. Ich sage nicht, ich habe diesen Beruf studiert, weil, ja, ich habe was an der SAE gelernt, aber du kommst aus einem Studium, und das ist das, was ich von vielen Leuten von Privatschulen höre, aber auch von staatlichen Schulen, du kommst nicht beruffertig raus. Ich meine, du kommst aus vielen Studien nicht raus und bist ready für deinen Job, weil du brauchst dann noch Erfahrung und musst dich erst dahin arbeiten. Aber ich finde, im Audio Engineering und auch als Musiker ist das noch mehr eine Lernkurve, die nur durch Arbeit kommt. Das heißt, ich würde sagen, 90%, formulieren wir es anders, 60% meines Wissens, 65% meines Wissens ist einfach nur gemacht haben. Gemacht haben und drüber nachgedacht haben, warum ich das jetzt so machen sollte, was ich vielleicht besser machen könnte danach, was mich stört, weiterkommen, probieren, 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 probieren. So oft ein Drumset mikrofonieren, bis man dann einfach irgendwann mal sagt, okay, das war cool. Um dann das nächste Mal zu sagen, ich mache das jetzt besser, was kann ich besser machen? Und das gleiche mit Gitarren, mit Vocals, mit Mixing, mit allem. Und das würde ich sagen, sind 65% dessen, wo ich jetzt bin. Dann kommen, würde ich sagen, 25% drauf, die mir die SAE Sachen beigebracht hat, die gut sind, einfach zu wissen. Digitaltechnik-Grundlagen, Analogtechnik-Grundlagen, Elektrotechnik-Grundlagen, jetzt ist gerade meine Stimme versagt, warum auch immer, solche Sachen. Von einem Dozenten einen Rundown von Pro Tools zu kriegen, mal wirklich eine Inline-Konsole gesehen zu haben. Das ist schon 25% des Ganzen. Und die restlichen 20% YouTube und Tutorials und so Sachen. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, dass ich mir eigentlich nur noch Tutorials angucke, um einen neuen Gedankenansatz zu kriegen. Ich weiß, was ein Kompressor macht, ich weiß, was ein EQ macht, wie ein Hall funktioniert, bla bla bla. Diese ganzen technischen Grundlagen sind mir alle bekannt und das lernt man auch unglaublich schnell. Also das ist ein paar Bücher gelesen, es gibt unglaublich gute Bücher zum Thema Mixing, zum Thema Recording. Und es gibt auch unglaublich gute YouTube-Channels. Produce Like a Pro ist wunderbar irgendwie als eines der Beispiele, die ich noch gucke, oder auch Spectra Media oder Spectra Sound, also Glenn. Super Channels, ich pack die Links unten in die Beschreibung. Denen ich gerne zuhöre. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, wo ich drüber nachdenke, ob der Gedankenansatz des Arbeitens, wie die arbeiten, für mich cool sind. Deswegen höre ich zurzeit mittlerweile Podcasts, um anderen Engineers zuzuhören, wie sie arbeiten, um
zu denken, hey cool, das könntest du ja auch mal so machen oder das macht irgendwie Sinn. Und das ist dann aber auch Work-Life-Balance, das ist Zeiteinteilung und so ein Zeugs. Das hat dann nichts mehr mit dem Technischen zu tun. Das muss eh jeder für sich rausfinden. Aber die Frage, ob die Basics wirklich an der Schule gelernt werden sollten, bin ich mir nicht sicher, ob ich ja sage. Oder ob ich lieber sage, holt euch Literatur und wenn ich dran denke, packe ich einfach ein paar Bücher, die ich selber cool finde, und in die Beschreibung. Lernt da dran die Basics, lernt, was ein Kompressor macht, was ein EQ macht. Macht dann ein Praktikum oder versucht irgendwie in ein Studio zu kommen und seid neugierig. Geht mit eurer Band ins Studio und sagt, ich will wissen, was du machst, kannst du es mir erklären? Fragt. Gearslots ist ein unglaublich geiles Forum, auf dem ich nach wie vor immer wieder Fragen recherchiere, weil auch ich habe von Dingen manchmal keine Ahnung. Ich habe erst vor einem Monat recherchiert, was wirklich ein aktiver EQ macht. Ich wusste das so, aber was ist dann nochmal wirklich der Unterschied zum Multiband-Kompressor und so? Und da tauscht man sich dann mit Kollegen aus oder recherchiert im Internet und alles ist cool und man kriegt es raus und man kommt weiter. Das heißt zwar, dass man sehr, sehr lange braucht, um irgendwo hinzukommen, aber auch die hier müssen erstmal dahin kommen. Und mit Frontalunterricht eines Dozenten, der dir erklärt, wie alles funktioniert, sind deine Ohren noch nicht da, dass sie das auch wirklich hören, was passiert. Und ich habe mich selber dabei ertappt, viele Dinge gemacht zu haben, einfach nur, weil ich dachte, man muss die machen. Aber ich gar keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich mache. Und erst langsam so an den Punkt kommen, dass ich selbstbewusst in meinen Mixes, in meinem Arbeiten bin. Und mich dabei ertappe, neue Dinge zu hören und auf neue Dinge Wert zu legen. Und früher habe ich immer gedacht, warum machen die den Scheiß? Das ist doch jetzt gerade total esoterisch. Warum sollte ich ein Preamp austauschen für einen Sänger? Doch, das macht jetzt total Sinn. Es macht für mich aber erst seit einem Jahr oder einem halben Jahr Sinn. Vorher habe ich gedacht, Esoterik-Scheiß, fuck it. Nein, das macht jetzt für mich Sinn. Ich habe es vorher nicht gehört, aber jetzt höre ich es. Weil meine Ohren weiter geschult worden und sowas. Und das kommt nur mit Zeit. Das kann ich keine Hochschule lehren, kein nichts. Ich verstehe, dass eine Schule einem eine gewisse Basis gibt und ein gewisses Selbstvertrauen gibt, dass man das wirklich machen kann. Als unendlich notwendig sehe ich es nicht an. Lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt, ob ihr es dringend notwendig findet, auch diesen Job zu studieren. Oder einfach machen. Die bessere Lösung ist so, was meine Meinung wäre. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssili.